Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Hofer, vielen Dank für die freundlichen Worte, für die Einladung. Ich bin jetzt schon von Wien her begeistert. Ich bin jetzt seit 2 Tagen da, aber ich weiß ganz bestimmt, dass mein nächster Städteurlaub nach Wien gehen wird. Ich habe es als Vertreter der Entschleunigungsbotschaft nicht immer so einfach wie heute, vermutlich. Ich war vor einiger Zeit in Zürich bei Investmentbankern und die wollten sich auch mit dem Thema Zeit, Entschleunigung, Globalisierung befassen, haben sich dazu einen Benediktinerabt eingeladen, einen Uhrenmanager, der in der Schweiz so, ja, als Wunderheiler der Uhrenindustrie galt, und dann mich als den Vertreter der Wissenschaft. Und als die Veranstaltung zu Ende war, es ging den ganzen Tag, hat abends der Einladende gesagt, er habe unheimlich viel gelernt heute, aber er sei schon beruhigt, wenn seine Mitarbeiter, seine Kollegen, seine Geschäftspartner mit der Entschleunigung noch etwas warten würden, bis er in Pension gegangen ist. Ich meine, und ich glaube, wir meinen, dass wir so lange nicht mehr warten dürfen, sondern dass die Aufgabe hier und heute ansteht und begonnen werden muss. Ich möchte Ihnen ein paar Gedanken vortragen, eine knappe Stunde, zum Versuch, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, über das ich nichts weiter, glaube ich, erklären muss, das ist sehr vertraut mittlerweile, dass man versuchen kann, dieses Leitbild zu konkretisieren, aus der Beliebigkeit herauszuführen, indem man es verbindet mit einem Ansatz, der Ökologie der Zeit genannt wird. Entschleunigung als Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, die Entschleunigungsbotschaft, die wird begründet vor dem Hintergrund der Ökologie der Zeit. 3 Punkte. Der erste ganz kurz, der sogenannte Sachzwang der Beschleunigung. Die Anführungszeichen, die unüblichen Anführungszeichen, beim Wort Sach kommen schlichtweg daher, dass es ein menschengemachter Zwang ist und kein Sachzwang. Aber das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Der Begriff Sachzwang ist hochgradig ideologisch. Und wenn dann meine Kanzlerin noch dazu spricht, davon, dass es alles Mögliche alternativlos sei, und dann noch obendrein sagt, dass die Demokratie marktkonform gemacht werden müsste, dann ist genau diese Ideologie bis zum Exzess vorhanden. Ökologie der Zeit, also der Ansatz, von dem aus ich argumentiere. Und schließlich der 3. Punkt, die Entschleunigung als Leitbild der Nachhaltigkeit. Ein paar wenige Symptome dieses Sachzwangs der Beschleunigung. Das ist so eine Folie, da braucht man nicht viel dazu zu sagen. Die Beschleunigung der Mastdauer von Schweinen, Sie sehen, zwischen 1800 und 1990, also in 200 Jahren, fast verdoppelt, nicht ganz. Das Mastendgewicht und die Mastdauer, die reduziert sich, grob gesagt, auf ein Zehntel. Ähnlich beschleunigen wir das Heranwachsen von Menschen. Wir nennen es dann Frühförderung, dass die Kleinen möglichst schnell fit sind, dass sie Humankapital fähig sind. Und da lassen wir uns einiges einfallen. Wenn man diese Karikatur sich genauer anschaut, dann sieht man, dass
hier ständig gemessen wird, ob das Kind nur ja schnell genug wächst, ständig untersucht wird, ob es auch genug hört. Es wird gleichzeitig mit Vitaminpillen, Energydrinks und nicht zu vergessen der Goethe-CD früh gefördert. Wie die Frühförderung dann weitergeht, wissen wir alle in den Kindergärten, in den Schulen. Wird Turbobildung verabreicht, fastfoodmäßig vorbereitet, zum Wegwerfen geeignet. Und das geht an der Uni ganz konsequent so. Das ist aber nicht mein Thema. Das dritte, und Sie sehen jetzt schon eine grobe Dreigliederung. Ich habe begonnen mit dem Umgang mit der Natur, mit der außermenschlichen Natur, am Beispiel der Schweine. Ich hätte da auch andere Naturphänomene, das Wachstum von Pflanzen, Tieren, der Umgang mit ökologischen Kreisläufen, mit nicht belebter Natur hernehmen können. Also mich interessiert zum einen der Umgang mit der Zeit der Natur, beziehungsweise der Umgang mit der Natur in der Dimension der Zeit. Mich interessiert zum anderen, wie wir mit uns selbst umgehen. Also mit uns als Menschen, als Personen. Mit Körper, Seele und Geist. Und mich interessiert zum dritten, wie wir miteinander umgehen. Also der soziale Kontext. Außenwelt, Innenwelt und Mittelwelt. Das sind die drei Ebenen der Analyse. Und für diese dritte Ebene behaupte ich, wir haben es zu tun mit einer gravierenden sozialen Spaltung, sowohl innerhalb unserer Gesellschaften wie in der Weltgesellschaft. Und mittlerweile gibt es eine Weltgesellschaft, die Vernetzung rund um den Globus hat die Qualität von Gesellschaft. Die soziale Spaltung, die jetzt hier mit einem Bild aus Nordafrika symbolisiert werden soll, das ist in Melilla, einer spanischen Exklave an der Grenze zu Marokko, ein etwas älteres Bild, da gab es noch keine Balkanroute. Da sieht man, wie Flüchtlinge über den Zaun, der hier den Golfplatz abgrenzt, versuchen zu steigen, um ein Polizist, Sie sehen das jetzt recht schlecht, eine Leiter an diesen Zaun gelehnt hat und mit einem Gummiknüppel versucht, die Flüchtlinge davon abzuhalten, sich auf den Golfplatz und damit auf spanisches Territorium zu begeben. Der Golfplatz ist übrigens mit EU-Fördergeldern. Drei Beispiele dafür, dass wir mit Zeit auf eine problematische Art und Weise. Wenn man das Ganze etwas quantifiziert, dann kann man, glaube ich, ohne Einschränkungen sagen, dass wir es seit etwa 1750 in vielerlei Bereichen mit gewaltigen Beschleunigungsprozessen zu tun haben. Was Sie hier sehen, sind Grafiken zur Bevölkerungsentwicklung, zum Bruttosozialprodukt, zur Entwicklung der städtischen Bevölkerung, dann die Papierproduktion weltweit, Auslandsinvestitionen, Staudämme und so weiter. Wir haben es in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen mit exponentiellen Beschleunigungsprozessen zu tun und das sollte uns zu dem geben. Warum diese Beschleunigung? Warum die ganze Hetze? Nur ganz stichwortartig die Thesen, die in der Diskussion eine Rolle spielen. Die Erklärung, die aus naturwissenschaftlicher Sicht oft vorgetragen wird, lautet, Beschleunigung ist eine Grundtatsache der Evolution. Wenn man sich anschaut, was seit dem Urknall passiert ist oder seit der Entstehung der Erde oder seit der Entstehung des Lebens, dann drängt sich die Erkenntnis auf, dass in immer kürzeren Zeiträumen immer vielfältiger, immer komplexere, immer mehr neue Geschöpfe
durch die Evolution hervorgebracht worden sind. Wenn wir uns mit dieser Erklärung allein zufrieden geben würden, dann könnte man nichts machen, dann müssen wir einfach abwarten, wo uns die Beschleunigung hinführt. Es ist eine extrem undifferenzierte, zunächst undifferenzierte Erklärung, die muss ergänzt werden. Wenn man sich mit technischen Entwicklungen beschäftigt, dann kommt als zweites die Erklärung, dass der Fortschritt der Produktivkräfte, die Technologie, dass wir heute immer schneller produzieren können, konsumieren können, transportieren können, kommunizieren können, dass der Fortschritt der Produktivkräfte die Beschleunigung verursacht hat. Diese Erklärung halte ich für grundfalsch. Denn der Fortschritt der Produktivkräfte wäre eigentlich die beste Grundlage dafür, dass wir als Menschen uns zurücklehnen könnten und entschleunigen könnten. Wir könnten dann die Sklaven aus Silikon für uns arbeiten lassen. Warum tun wir das nicht? Wir müssen also weiterfragen. Und eine Erklärung, die schon ziemlich zum Kern der Sache führt, ist eine geistesgeschichtliche, eine kulturgeschichtliche Erklärung. Von Marianne Gronemeyer in einem wunderschönen Buch, Das Leben als letzte Gelegenheit, vorgetragen. Das Leben als letzte Gelegenheit. Sie sagt nämlich, mit dem Beginn der Neuzeit, mit dem Beginn der Zeit, wo die Menschen sich nicht mehr in ihrem Denken an das Jenseits, am Jenseits orientieren, wo das Diesseits plötzlich ins Zentrum rückt und für viele das Diesseits das Einzige ist, was im Leben zählt. In dieser Diesseitsorientierung steckt eine systematische Verknappung der Zeit. Denn jetzt weiß ich, ich kann mein Leben nur einmal leben und dann ist Schluss. Ich werde nicht wiedergeboren. Das Leben nach dem Tod ist hochgradig ungewiss. Und wenn das Leben die letzte Gelegenheit ist, dann muss ich dieses Leben intensiv führen, dann muss ich es möglichst doppelt führen, dann muss ich jede Ritze, jede Pore der ablaufenden Zeit mit erleben. Das ist schon ein guter Grund dafür, dass wir beschleunigen, dass wir pausenlos konsumieren, produzieren, atemlos werden können, aber es reicht nicht. Es reicht nicht, weil noch etwas anderes dazu kommt und wenn Sie noch einmal das Argument der Produktivkräfte hernehmen, warum können wir uns nicht zurücklehnen, wenn die Maschinen uns die Arbeit abnehmen? Weil es da Zwänge gibt, die nicht mit der Maschine selber zusammenhängen, sondern mit der Ökonomie zusammenhängen. Der Maschinenbesitzer wird vermutlich, wenn er sieht, dass mit der Maschine schneller gearbeitet werden kann, sich nicht leisten können, den Arbeitnehmer schon mittags nach Hause zu schicken und ihm das volle Geld auszuzahlen, sondern er wird neue Arbeit für ihn geschaffen, dass er auch nachmittags beschäftigt ist. Die Maschinen müssen laufen, die Maschinen müssen sich verwerten. Und auch die Konsumenten verhalten sich so, den Konsumenten, die nachdem sie etwas konsumiert haben, zufrieden sind, sind eine riesige Gefahr für eine Wirtschaft, die gerade von der Unzufriedenheit der Konsumenten lebt. Zufriedene Konsumenten, das ist der GAU einer auf Konsumismus getrimmten Wirtschaftsform. Was spielt in beiden Fällen also eine Rolle? Auf der Produzenten- wie auf der Konsumentenseite. Eine Rolle bei der Nutzung von Technologien, bei der Entwicklung von neuen Produkten. Eine gravierende Rolle, der eigentliche Antreiber der Beschleunigung und der Pausen- und Atemlosigkeit ist in der Tat die Art und Weise, wie wir die Maschinen nutzen, ist jene Wirtschaftsordnung, die man, glaube ich, als Kapitalismus bezeichnen muss. Der präzisere Begriff wäre kapitalistische Marktwirtschaft. Es ist eine Marktwirtschaft, in der die Kapitalmärkte eine
herausragende Rolle. In den Kapitalmärkten wird die Musik gemacht. Dort wird der Takt geschlagen. Und wer bei diesem Takt nicht mithalten kann, der wird über kurz oder lang überflüssig. Marx hat den Kapitalismus als ein System definiert, das Produktion unter Produktion betreibt. Das heißt, es wird der Produktionsprozess gerichtet auf das Ziel, nicht Bedürfnisse zu befriedigen, auch nicht Menschen zu beschäftigen, auch nicht die menschliche Kreativität zu nutzen, sondern das Ziel der Produktion ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Produktion unter Produktion. Ein Argument, das im Grunde auch Aristoteles schon 2500 Jahre früher verwendet hat, als er gesagt hat, Geldwirtschaft ist eine wunderbare Sache, wenn das Geld dazu dient, Gebrauchsgüter auszutauschen. Wenn aber das Geld verwendet wird, um aus Geld mehr Geld zu machen, wenn das Geld zum Zweck des Tauschens geworden ist, dann haben wir ein Problem. Dann werden die Menschen maßlos, weil Geld kann man nie genug haben, Gebrauchsgüter, ja, da kommt man irgendwann an eine natürliche Grenze, wo es keinen Sinn mehr macht, die Grenze ist bei manchen etwas weiter gesteckt und bei manchen etwas weniger weit. Frauen brauchen ein paar mehr Schuhe wie Männer zum Beispiel, das wissen Sie ja. Aber beim Geld ist diese Schranke, diese Naturschranke nicht mehr vorhanden und deshalb ist das Geld ein Antrieb, mehr werden zu wollen. Und in einer Geldwirtschaft, in der das Vermehren von Geld die entscheidende Triebkraft ist, in so einer Geldwirtschaft werden nicht nur die Menschen maßlos, das ist quasi die ethisch-moralische Konsequenz, sondern die Gesellschaft zerfällt, die Gemeinschaft zerfällt, weil die einen sich irgendwann verschulden müssen und die anderen von den Schuldsklaven, von deren Arbeit leben können. Die Spaltung der Gesellschaft als Konsequenz einer Erwerbswirtschaft, einer Geldwirtschaft, die das Geld zum Selbstzweck. Geld zum Selbstzweck, das ist der Kapitalismus. Es könnte uns jetzt alles noch relativ ruhig lassen, aber beunruhigend wird es, wenn man sich, und jetzt kommt der naturwissenschaftliche, der evolutionäre Gesichtspunkt ins Spiel, beunruhigend wird es, wenn man sich vergegenwärtigt, was es heißt, wenn wir unsere Ökonomie nach diesem exponentiellen Muster organisiert haben, Produktion unter Produktion willen, je mehr Geld ich reinstecke, desto mehr kommt hinten raus, desto mehr kann ich wieder reinstecken. Der Zinseszinsmechanismus, dieser exponentielle, dieser exponentielle Verlauf ist hochgradig beunruhigend, wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass in der Natur, Moment, ich verwechsel jetzt hier immer kurz die Tassen, dass in der Natur ganz andere Wachstumsverläufe zu finden sind, nämlich Wachstumsprozesse, die dadurch charakterisiert sind, dass am Anfang etwas schnell wächst, Pflanzen, Tiere, der menschliche Körper wächst am Anfang schnell. Dann ist irgendwann die Sollgröße erreicht und wenn wir die Pflanzen und die Tiere alt und krumm und bucklig werden, dann irgendwann wieder unter die Erde. Die Natur arbeitet mit Kreisläufen, die lineare Zwischenphasen aufweisen. Die Technik arbeitet oder träumt von einem ganz linearen Veränderungsmuster. Der ICE soll in gleichen Zeitabständen in gleichen Strecken möglichst zurücklegen. Unsere Ökonomie ist programmiert nach einem System, das in der Natur hochgradig gefährlich ist. Das in der Natur, denken Sie an Bakterienkulturen, an Krebszellen, das in der Natur lebensbedrohlich ist und zum Tod
des Organismus führt, wenn nichts dagegen unternommen wird. Weil es so ist, weil wir eine merkwürdige Rückkopplung in unserem Geldsystem haben, nämlich wer hat, dem wird gegeben werden. So steht es in Matthäus Evangelium. Produktion und der Produktion werden. Exponentielle Entwicklungen. Weil dies so ist, darum entwickelt so eine falsch gesteuerte, falsch rückgekoppelte System, ein System, das so rückgekoppelt ist, ganz ähnliche Muster. Satellitenaufnahme der Stadt Köln, Foto eines Tumors. Solche sogenannten positiven Rückkopplungen, in der Systemtheorie heißen die positive Rückkopplung, das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie gut sein sollte, sondern es bedeutet nur, dass ein Prozess in Gang gesetzt wird, dieser Prozess zu einem Resultat führt und das Resultat, der Output des Prozesses, von selbst wieder den Prozess von neuem befügt. Ein sich selbst tragender Prozess führt zu bedenklichen Ergebnissen, Ergebnisse, die Kreisläufe zerstören, natürliche Kreisläufe zum Kollaps bringen. Und ich habe ein paar weitere Beispiele für solche Teufelskreise aufgelistet. Das ist wahrscheinlich das, was der Herr Kuhlfahrer schon am häufigsten gepredigt hat. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Wer Verkehr erntet, muss neue Straßen sehen. Da haben Sie so eine positive Rückkopplung im Rhein. Energieeinsparungsversuche, Energiesparlampen, Autos, die relativ wenig Sprit brauchen, führen bisher immer dazu, dass die Menge ausgeweitet wird, dass umso mehr Lampen installiert werden, die Lampen umso länger brennen, dass die Autos umso weiter fahren. Das nennt man Rebound-Effekt. Und natürlich die ausgeweitete Menge führt dazu, dass man sich neu um Einsparungstechniken bemühen muss. Man kommt nicht raus aus dem Teufelskreis, das ist es. Aufmerksamkeit und Werbung ist etwas, was weniger im Bewusstsein der Bevölkerung ist. Wir sollen ja aufmerksam sein für die Appelle der Werbeindustrie. Und je mehr wir die Aufmerksamkeit konzentrieren, je mehr die Aufmerksamkeit absorbiert wird, desto schwieriger wird es, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das heißt, je mehr die Werbung funktioniert, desto knapper wird die menschliche Aufmerksamkeit, desto raffinierter muss die Werbung werden, um mit dieser knappen Aufmerksamkeit vernünftig und zielführend umzugehen. Ich glaube, dass die Digitalisierung des Alltags ganz stark auf diese systematische Okkupation unserer Aufmerksamkeit zurückzuführen ist. Und das funktioniert, wenn Sie schauen, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, wie viele Stunden am Tag die sich mit ihren digitalen Spielzeugen befassen und welche Botschaften sie da mitbekommen. Was auch weniger in der Diskussion bekannt ist, Sicherheitspolitik. Wenn Staaten versuchen, durch nationale Sicherheitsmaßnahmen, durch Aufrüstung, durch Militarisierung ihrer Gesellschaften, die eigene Sicherheit zu erhöhen, führt das insgesamt, weil der Nachbar das auch so machen muss, wenn der eine aufrüstet, muss der andere auch aufrüsten, führt das insgesamt zu einem Mehr an Unsicherheit. In der internationalen Politik spricht man vom Sicherheitsdilemma. Je mehr sich die Einzelstaaten um Sicherheit kümmern, desto unsicherer wird das Gesamtsystem. Und ein letztes Beispiel, ich glaube, das kann man in den letzten 20, 30 Jahren sehr schön sehen. Militärische Sicherung von Ressourcen, Ölquellen, Wasserquellen, seltene Erden, führen natürlich dazu, dass für die Sicherungsmaßnahmen, für die Rüstungsmaßnahmen, für die Kriege, die geführt werden müssen, dass für die Sicherungsmaßnahmen natürlich noch viel mehr Ressourcen unter Umständen verbraucht werden, wie für das zivile Leben.
Das heißt, je mehr ich meine Ressourcen militärisch absichere, desto schneller werden die Ressourcen knapp, desto mehr muss ich für die Absicherung der knapper gewordenen Ressourcen aufwenden. Fataler Teufelskreis, und wir wissen alle, wohin der mittlerweile führt. Hamsterrad. Wenn Menschen ständig vor sich hin strampeln und das Gefühl haben, sie kommen nicht vom Fleck, dann spricht man oft vom Hamsterrad. Nur die Hamster sind Lüger. Warum? Sagen Sie selber. Es sind sogar zwei Gründe. Sie hören auf, wenn Sie genug haben. Das ist der erste Grund. Sie hören auf, wenn Sie genug haben. Und der zweite Grund ist. Sie laufen nicht immer schneller. Exakt. Sie beschleunigen Ihr Tempo nicht ständig, sondern Sie dribbeln vor sich hin. Gleichbleibendes Tempo und wenn Sie keine Lust mehr am Steigen haben. Wir Menschen machen beides nicht. Wir steigen nicht aus, wenn wir sollten. Oft können wir nicht, dürfen wir nicht, weil wir Geld geliehen haben, weil wir im Wettbewerb mit anderen stehen, weil wir eine Familie gründen und ja, unsere Ziele so überhaupt nicht erreichen, wenn wir zu früh aussteigen würden. Und wir erhöhen das Tempo ständig, weil wir im Konkurrenzsystem sind, weil wir mit anderen mithalten müssen, weil wir Angst haben, wenn wir langsamer sind, der andere schneller wird, dann schleudert es uns irgendwann heraus und die Sache ist gelaufen. Ja, prophylaktische Beschleunigung aus der Angst durch die in der allgemeinen Beschleunigung nicht mehr mithalten. Die Hamster sind klüger und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Wir schauen uns jetzt nämlich an, wie die Natur mit Zeiten. Ich fasse den ersten Punkt in einem Satz zusammen. Die zerstörerische Beschleunigung wird angetrieben durch eine Wirtschaftsweise, die das Geld zum Selbstzweck erhoben hat. Das Geld regiert die Welt und das bringt uns in diese fatale Lage der Zwangsbeschleunigung und der Pausenlosigkeit. Ökologie der Zeit. Der Begriff Ökologie der Zeit ist zunächst ganz schlicht zu verstehen. Ökologie, die Lehre von Haushalten, Zeit. Die Philosophen streiten sich natürlich darum, ob es Zeit gibt oder nicht. Entweder ist Zeit nur eine Konstruktion im Menschen, der sich irgendwie erklären will, was da passiert, wenn sich irgendetwas verändert hat. Und sagt er, ist Zeit dazwischen vergangen? Aber vielleicht ist die Zeit auch in den Dingen drin, in den Pflanzen drin, in den Tieren drin, die die Veränderung ja hervorbringen. Diese Frage ist für mich nicht die entscheidende, sondern die entscheidende ist, wie gehen wir mit Zeit um? Weil wir müssen irgendwie mit Zeit umgehen, sonst können wir kein Alltagsproblem adäquat behandeln. Der Vorschlag lautet, orientieren wir uns klugerweise an der Natur. Die Natur ist älter als der Mensch. Die Natur hat um Dimensionen mehr Erfahrungen gemacht im Umgang mit Ressourcen, im Umgang mit Energie, im Umgang mit Informationen. Und wenn wir uns die Natur etwas genauer anschauen, und es ist ziemlich beliebig, welches Bild man sich vor Augen führt, dann sind die Spuren der Zeitlichkeit unschwer zu erkennen. Sie denken hier sofort an, das ist an der Ostsee, im Darßgebiet. Sie denken sofort an Ebbe und Flut, sie denken an die Tag- und Nachtrhythmen, sie denken, wenn sie die ganze Tierwelt von diesen Zyklen beeinflusst sind und geprägt sind. Und wenn sie weiter nach hinten gehen, dann sehen sie diese Büsche, dieses Gewächs, das ebenfalls durch Jahreszeitrhythmen seine Form macht. Die Natur zum Vorbild nehmen, heißt zu fragen, wie hängt denn in der Natur alles zeitlich zusammen?
Leider sieht man jetzt dieses Bild nicht deutlich genug. Es sind die Jahresringe eines Baumes. An den Jahresringen sehen wir die zyklische Zeit. Der Baum erlebt immer wieder ähnliche Situationen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dieses Vertrauen auf das Wiederkehren ähnlicher Situationen, so kann man sagen, ist in der Natur der Garant von Stabilität. Das betrifft im Übrigen auch die Kultur, betrifft auch den Menschen. Überlegen Sie mal, wie wichtig für Kinder zum Beispiel regelmäßig wiederkehrende Rituale sind, wie man ins Bett gebracht wird abends, dass man am Tag mindestens einmal den Tisch sich trifft. Das sind Erfahrungen, die brauchen Menschen, um sowas wie eine Grundgeborgenheit zu bekommen. Und erst so eine zyklische Stabilität, die Verankerung in Zyklen, schafft die Voraussetzung dafür, dass man sich entwickeln kann, dass man in die Welt hinaus erreichen kann, sich in die Welt hinaus wagen kann und Neues erschließen kann. Je stabiler etwas ist, desto eher kann es sich in ungewohnte Umwelten hineinfahren. Hinzu kommen desgleichen als Garant des Wachstums. In den natürlichen Ökosystemen gibt es immer ein Zusammenwirken von zyklischen und linearen Prozessen. Hier in einem Waldökosystem dargestellt. Und dieses sollten wir uns auch für die Gestaltung unseres menschlichen Lebens, unserer menschlichen Gesellschaft bewusst machen. Und das habe ich versucht, in einem einfachen Modell, das das Leben als Kunst der Resonanz interpretiert, darzustellen. Wir haben die außermenschliche Natur, wir haben die Gesellschaft, die symbolisiert durch zwei Personen und wir haben das Individuum. Und jetzt ist die Frage, wie müssen wir mit Zeit umgehen, mit der Zeit der Natur, innerhalb der Gesellschaft, mit der Zeit anderer Menschen und als Personen mit Kopf, Herz und Hand, Körper, Geist und Seele, wie müssen wir mit Zeit umgehen, damit wir nachhaltig, dauerhaft, zukunftsfähig leben können. Umgang mit der außermenschlichen Natur muss sich, wenn er sustainable sein soll, wenn er durchhaltbar sein soll, am Prinzip der Regenerativität orientieren. In der Forstwirtschaft ist der Begriff zum ersten Mal aufgetaucht. Dieser Begriff geht mittlerweile alle Lebensgrundlagen an. Alle Grundlagen müssen so genutzt werden, dass sie sich wiederholen können, dass sie wieder wachwachsen können. Das ist die Grundvoraussetzung für Nachhaltigkeit, für den ökologischen Nachhaltigkeit. Wenn es darum geht, zu fragen, ja, und wie müssen wir untereinander umgehen, dass wir auf Dauer friedlich, zivilisiert miteinander leben können, dann sagen uns die Entwicklungssoziologen, die Kulturanthropologen, auf Dauer, langfristig, ist Gesellschaft nur möglich, wenn es sowas wie reziproke Verhältnisse gibt. Reziprozität bedeutet Wechselseitigkeit, bedeutet, dass es ein Geben und ein Nehmen gibt, bedeutet, dass zwischen den Akteuren ein Grundvertrauen darauf existiert, dass wenn jemand eine Leistung erbringt, der irgendwann auch damit rechnen kann, dass für ihn etwas geleistet wird. Also ausbalancierte, menschlich ausbalancierte Verhältnisse, wie sie übrigens im Übrigen in der Evolution der menschlichen Gesellschaft über 99,9% aller Generationen
in Jäger- und Sammlerkulturen so praktiziert worden sind. Vertrauen in den sozialen Ausgleich war die Voraussetzung dafür, dass ausgetauscht worden ist. Jetzt ist die letzte Frage natürlich, wie schaut es mit den Zyklen, mit den Synchronisations- und Resonanzprozessen des Individuums aus? Auch wir Menschen müssen ja mit Zeit irgendwie vernünftig umgehen. Wir können nicht ständig aktiv sein, wir können nicht ständig Leistung erbringen, wir können nicht ständig Energie verbrauchen. Und ich werde jetzt gleich in der nächsten Folie andeuten, was die Kunst der Synchronisation in Bezug auf die Person des Menschen bedeutet. Aber zunächst noch die Dominanzverhältnisse. Die Natur ist älter als der Mensch. Die Natur dominiert die Prozesse, die Austauschprozesse, die wir als Gesellschaft mit der Natur eingehen müssen. Das ist völlig klar. Wenn es darum geht, wie wir uns untereinander synchronisieren, wie wir untereinander Resonanz herstellen, dann müssen wir das irgendwie selbst in die Hand. Da müssen wir selber einen Weg finden, da gibt es keine a priorischen Maßstäbe, die von einem auf den anderen einfach übertragen werden müssen. Und auch wenn es darum geht, wie ich selber mein Leben synchronisiere, wie ich für mich selber Resonanz erzeuge, ist im Voraus überhaupt nicht klar, wie das aussehen muss. Und jetzt die Frage, was kennzeichnet den Menschen gegenüber dem Tier, gegenüber den Pflanzen im Hinblick auf diese zyklischen Prozesse. Und da ist meine These, die ich nicht erfunden habe, sondern die in der Philosophie, in der Evolutionstheorie vielfältig belegt ist. Das Besondere an den menschlichen Prozessen, an den menschlichen Zyklen, ist die Fähigkeit des Menschen, sein Eingreifen in die Umwelt, in die natürliche Umwelt, in die soziale Umwelt auch begreifen zu können. Nur deshalb hat der Mensch Kulturgeschichte hervorgebracht. Die Tiere haben keine Kulturgeschichte hervorgebracht. Die Tiere haben hochraffinierte Technologien geschaffen, wenn Sie an die Fledermäuse denken, wenn Sie an die Spinnen denken. Hochraffinierte Technologien, die bisher kein Ingenieur nachbauen kann. Aber diese Technologien sind vor Millionen Jahren entstanden im evolutionären Prozess und seitdem unverändert am Werke. Der Mensch hat seine Mittel, seine Institutionen ständig verändert, ständig verbessert. Dazu hat er die Verfügung über Sprache, über besondere Formen, Erfahrungen festzuhalten, Erfahrungen zu dokumentieren, an die Nachfahren weiterzugeben, sodass Menschen nicht aussterben müssen, wenn sie was Neues erfinden, sondern nur ihre Bücher neu schreiben müssen, ihre Festplatten neu bespielen müssen. Dieser Kreislauf von Eingreifen und Begreifen ist das Kennzeichen des Menschen, wenn ich den Menschen als zyklisches Wesen betrachte und wenn ich in dieser Zyklizität, in diesem zyklischen Umgang mit Zeit den Fokus meiner Ernährung. Ja, was haben wir dann sonst noch für Fähigkeiten zum Teil mit den Tieren zusammen? Tiere können sich auch erinnern, können auch bestimmte Sachen antizipieren, das ist nichts Besonderes. Nicht alle Tiere natürlich arbeiten von Informationen, das sind geistige Fähigkeiten, die nicht spezifisch menschlich sind. Wenn wir unsere seelischen Zyklen anschauen, dann finden wir zum Beispiel, dass Menschen für ein gesundes, glückliches Leben ein ausgeglichenes Verhältnis von Bindung und Freiheit brauchen, von Arbeit und Muße, von Tun und Lassen. Es ist nicht möglich, immer nur zu tun und nie zu lassen. Das ist eine Bedingung eines gelingenden Lebens. Und was unseren Körper angeht, haben wir die Polaritäten, die Zyklen, die Sie alle kennen. Das Besondere am Menschen, also er
kann sein Eingreifen begreifen. Und ich könnte jetzt meinen Vortrag schon abschließen und könnte sagen, dann lasst uns diese Fähigkeit pflegen und heben und weitergeben. Das ist das Beste, was wir tun können, wenn wir Nachhaltigkeit ernst nehmen. Und wenn wir unsere Kinder vorbereiten auf ein Leben in einer zukunftsfähigen Welt. Im Grunde wäre das schon die Botschaft. Aber da wären Sie vielleicht etwas unzufrieden, wo war ich so noch ein bisschen unregler. Zusammengefasst also, es gibt den basalen Zyklus zwischen Eingreifen und Ingreifen. Und damit ist dieses Modell Leben als Kunst der Resonanz abgeschlossen. Regenerativität, also Sie sehen, das ist Rege wieder. Ja, die Kreislaufförmigkeit ist das Entscheidende. Regenerativität, Reziprozität und Reflexivität. Dieser Umgang des Menschen mit sich selber, den nenne ich Reflexivität. Reflexivität ist für mich nicht nur etwas, was sich im Kopf abspielt, sondern es spielt sich auch im Körper ab, auch im Herzen ab. Und es ist auf alle Fälle das, was uns Menschen geht. Kommen wir zum dritten Abschnitt, Entschleunigung als Leitbild der Nachhaltigkeit. Zunächst quasi als Übergang noch einmal zurück zu diesem fatalen Teufelskreis. Der Teufelskreis der Arbeit zeigt uns nämlich am allerschönsten, dass dort, wo die Beschleunigung überwunden werden muss, nur die Entschleunigung helfen kann. Teufelskreis der Arbeit besteht darin, dass wir durch die Steigerung der Produktivkräfte, durch die Steigerung der Produktivität, durch das, was wir Fortschritt nennen, wenn wir höher weiter, gleichzeitig ein Problem hervorbringen und verstärken, nämlich das Problem, dass uns der Fortschritt vielleicht überflüssig macht. Dass uns die Maschinen die Arbeit wegnehmen. Entsteht also eine, ja, zunächst schleichende Angst, und diese Angst wird überwunden, indem wir weiter beschleunigen, noch stärker beschleunigen. Jeder möchte nicht der sein, der arbeitslos wird. Jede Firma möchte nicht die sein, die vom Markt verschwindet. Drum wird stärker beschleunigt. Damit, wenn man alle anderen Faktoren weglässt, steigt die Produktivität, damit steigt die Angst, damit steigt die Wahrscheinlichkeit und die Notwendigkeit, weiter zu beschleunigen. Das ist eine fatale Rückkopplung. Wie gesagt, positiv ist sie, wenn man es systemtheoretisch formuliert, ansonsten ist sie extrem bedroht. Wie steigen wir aus? Durch Entschleunigung. Die Aufgabe wäre, weniger zu arbeiten, langsamer zu arbeiten, spielerischer zu arbeiten. Damit die Arbeit für alle reicht. Damit wir nicht Angst haben müssen vor unseren eigenen Erfolg. Entschleunigung als die Strategie, die aus dem Teufelskreis der Arbeit herausführt. Und das möchte ich jetzt etwas präzisieren. Ich glaube, dass es drei Ansatzpunkte gibt, wenn man das Ziel der Entschleunigung ernst nimmt. Der erste Ansatz, den nenne ich Zeithygiene, ist ein Ansatz, den Sie selbst unmittelbar, nachdem Sie hier aus dem Vortragssaal rausgehen, schon testen können, ob er Ihnen gut tut. Mit Zeit hygienisch umgehen, sich nicht mehr zuzumuten, als einem gut tut. Das kann man hochgradig individuell ausprobieren und braucht dazu keine neuen Daten. Das Problem ist nur, diese Möglichkeiten über Zeithygiene zu beschleunigen sind sehr, sehr, sehr begrenzt. Ja, das geht in der sogenannten Freizeit noch am ehesten. Manche haben mehr Chancen zu entschleunigen als andere. Das hängt vom sozialen Status ab. Manche
machen die Erfahrung, dass wenn sie individuell entschleunigen, sie über kurz oder lang erst recht in Stress kommen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, das individuelle Verhalten dort, wo Spielräume gibt, zu entschleunigen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn man im Urlaub mit dem Fahrrad unterwegs ist, auf einmal glaubt, man war den ganzen Sommer unterwegs, obwohl es bloß 14 Tage war. Mit einem langsamen Verkehrsmittel, wenn Sie wandern, wenn Sie Fahrrad fahren, haben Sie intensivste Erholungserlebnisse, intensivste Bereicherungserlebnisse. Das ist Entschleunigung. Niemand zwingt Sie dazu, Ihren Urlaub mit Flieger irgendwo zu verbringen. Zeitpolitik, das ist allerdings der zweite Ansatz, den wir brauchen. Die Rahmenbedingungen müssen überall dort, wo sie nicht Herr ihrer eigenen Zeit sind, müssen die Rahmenbedingungen so umgestaltet werden, dass der, der entschleunigt, der Schäden vermeidet, der klug mit sich, mit seinen Mitmenschen und der Natur umgeht, dass der dann auch belohnt wird und nicht bestraft wird. Das ist die politische Aufgabe. Deshalb braucht man Zeitpolitik. Ich präzisiere das gleich im Anschluss. Das nur zum Überblick. Und das dritte, langfristig müssen wir von dem Kapitalismus weg, von diesem mörderischen Beschleunigungssystem, das die Lebensgrundlagen ruiniert. Und ich nenne diese andere Ökonomie eine zeitgemäße Ökonomie. Warum zeitgemäß? Weil sie die zeitlichen Bedingungen des Lebens, des Umgangs mit sich selber, mit anderen Menschen und mit der Natur von vornherein schon mit berücksichtigt. Nicht erst gezwungen durch die Politik von außen, sondern von vornherein ist sie so gesteuert, so organisiert, dass die Zeitlichkeit ins Bewusstsein aller Entscheidungen mit einfließt. So, diese drei Ansätze, Ansatzpunkte, zeithygiene, Zeitpolitik und zeitgemäße Ökonomie, die beziehe ich jetzt auf die drei Ebenen des Umgangs mit Zeit, nämlich einmal die Ebene des Individuums oder der Person, zum anderen die Ebene des Umgangs der Gesellschaft, wie wir miteinander, mit der sozialen Mitwelt im Hinblick auf Zeit umgehen und im Hinblick auf die außermenschliche Natur. Das heißt, ich habe so eine Art Matrix jetzt, wenn Sie wollen, jede dieser drei Säulen wird bezogen auf die drei Ebenen. Die Ebenen sind quasi die Eingriffsebenen in dieser Welt, die Strategien, die ich beim Eingreifen verfolge. Zeithygiene. Ihr Ziel, das führe ich jetzt nicht weiter aus, sondern vielleicht für die Diskussion können wir dann etliches davon beziehen. Das Ziel einer Zeit, eines zeithygienischen Verhaltens, wie gesagt, jeder von Ihnen kann es selber ausprobieren, ist umfassendes Wohlbefinden. Ja? Das bedeutet in Bezug auf das Individuum, fürs Wohlbefinden sind die Gesundheitswissenschaftler, die Psychologen zuständig. Sie sagen, unser Mensch fühlt sich dann gut, dann wohl, ist dann gesund, wenn er sich kohärent fühlt, wenn er das Gefühl hat, das Leben ist eine runde Sache, es zerflettert nicht ständig, es entgleitet einem nicht aus der Kontrolle. Und dazu ist es auch wichtig, eben zu reflektieren, sein Leben begreifen zu können. Nicht entfremdet vor sich hin gelebt zu werden, sondern selbst zu leben. In Bezug auf die Gesellschaft, Zeithygiene, sind jetzt völlig unpolitische Begriffe. Ein zeithygienischer Umgang mit anderen Menschen bestünde darin, andere Menschen ehrlich und fair zu behandeln. Auch in der Ökonomie. Und es gibt ja Ökonomen, es gibt ja ökonomische Praktiker, die sich an solchen Werten orientieren. In Bezug auf die Natur, wenn wir erkennen, dass wir nur einen Globus haben, dann kann die Devise nicht sein, immer mehr haben zu wollen, sondern und was vom Leben bedeutet, muss jeder von Ihnen für sich selber entscheiden. Es hängt in den allerseltensten Fällen, es gibt natürlich solche Fälle,
aber in unseren Kreisen in den allerseltensten Fällen von der Ausweitung des Habens. Das, was wirklich das gute Leben ausmacht. Nenne also so einen zeithygienischen Ansatz, individuellen Ansatz und suche nach einem alternativen Lebensstil. Ein Lebensstil, der von dem radikal abweicht, der uns von unserer Umwelt eigentlich mal gelingt. Zeitpolitik. Eine Zeitpolitik ist eine Politik, die Anreize für ein eigenzeitorientiertes Verhalten setzt. Auf der Basis des kapitalistischen Marktsystems. Die Ökonomie ist bisher ist in der Zeitpolitik noch nicht systematisch umgebaut. Eine Zeitpolitik in Bezug auf das Individuum könnte zum Beispiel sein, dass die Politik ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt und sagt, Leute, wenn ihr euch aus dem Erwerbsleben für eine bestimmte Zeit zurückziehen wollt, dann tut das. Wir als Gesellschaft finanzieren das. Könnte es sein. Es gibt da andere Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung. Aber dass wir die Arbeitszeit verkürzen müssen, das scheint mir zwingend. In Bezug auf die Gesellschaft würde Zeitpolitik bedeuten, eine Sozialpolitik zu betreiben, die tatsächlich nicht immer den Schnellen belohnt und den Langsamen bestraft, sondern die den Langsamen zumindest schützt. Oder langsame Tätigkeiten schützt. Tätigkeiten in der Pflege, Tätigkeiten in der Bildung, Tätigkeiten in der Sorge für das Gemeinwohl. Solche Tätigkeiten, die nötig sind, müssen geschützt werden, dazu ist ein Grund. Und in Bezug auf die Natur, die konsequente Umsetzung des Verursacherprinzips. Wer Natur verbraucht, ohne sich an dem Prinzip der Regenerativität zu orientieren, der muss die Schäden begleichen, die er anrichtet. So eine Form von Politik könnte man mit dem Schlagwort sozial-ökologische Marktwirtschaft. Eine Politik, die auf sozial-ökologische Marktverhältnisse bringt und diese durchsetzt. Langfristig aber brauchen wir eine zeitgemäße Ökonomie. Und das ist eine Ökonomie, die von sich aus eigenzeitorientierte Verhältnisse hervorbringt. Die von sich aus nach den zeitlichen Bedingungen des Arbeitens, des Konsumierens, des Umgangs miteinander, des Umgangs mit der Natur. Auf der Basis eines Non-Profit oder eines öffentlichen Systems. Das ist keine Ökonomie mehr, die aus Geld mehr Geld machen möchte, die sich im Wettbewerb auf Märkten darum bemühen muss, den Konkurrenten zu verdrängen, sondern es ist eine Ökonomie, die ganz klar sich einem Ziel unterordnet, nämlich dem Ziel, das Ökonomie hat, Bedürfnisse zu befriedigen. Bedürfnisse im Hinblick auf das Konsumieren wie auf das Produzieren. Menschen haben das Bedürfnis, tätig zu werden. Menschen haben das Bedürfnis, durch ihre Tätigkeit sich Anerkennung zu verschaffen, einen Ort in der Gesellschaft zu finden. Dieses Bedürfnis zu befriedigen, ist die Aufgabe einer nicht profitorientierten Ökonomie. Die profitorientierte Ökonomie kümmert sich nicht darum, ob Leute arbeitslos sind, ob Leute ohne Kaufkraft dastehen und unter Umständen hungern und dürsten oder verhungern. Schaut Ziegler, der Soziologe Schaut Ziegler aus der Schweiz, sagt, jedes Kind, das verhungert in einer Welt, die so reich ist wie unsere Welt, wird ermordet. Jeden Tag werden 25.000 Kinder ermordet. Diese Kinder spielen keine Rolle in einer Profitökonomie, weil sie keine Kaufkraft haben. So etwas gäbe es einer zeitbewussten Ökonomie nicht, weil sie sich um die Bedürfnisse in erster Linie kümmert und nicht um das Vermehren von Geld. In Bezug auf die Gesellschaft könnte man sich vorstellen, dass eine völlig andere Form von Wettbewerb entsteht, nämlich kooperativer Wettbewerb. In Wien gibt es ja einen genialen Initiator einer Gemeinwohlökonomie,
Christian Felber, vielleicht erkennen Sie ihn, der allerdings versucht, Marktinstrumente zu verwenden, um die Ökonomie im Hinblick auf Gemeinwohlziele zu orientieren. Also kooperativer Wettbewerb um gemeinwohlorientierte Lösungen und in Bezug auf die Natur wäre eine zeitbewusste Ökonomie, eine zeitgemäße Ökonomie, die die Fruchtbarkeit der Natur schützt und fördert. Übrigens interessant, dass in der Bayerischen Verfassung genauso wie bei Marx im Kapital drinsteht, jede Generation hat die Aufgabe, die Natur, die sie von ihrer Vorgängergeneration bekommen hat, verbessert zu hinterlassen für die nachfolgende Generation. Das heißt, sie kann keine Generation, auch nicht die Menschheit, zu einem bestimmten Zeitpunkt kann die Natur als ihr Eigentum betrachten, sondern sie sind immer nur Familienväter, die ihr Anvertrautes weitergeben, und zwar verbessert weitergeben. Wenn man ein Stichwort braucht für diese zeitgemäße Ökonomie, fällt mir der Begriff Wirtschaftsdemokratie ein, aber es gibt auch andere Begriffe, solidarische Ökonomie, Gemeinwohlökonomie. Wirtschaftsdemokratie finde ich deshalb einen guten Begriff, weil wir uns ja eigentlich einig sein müssen, dass alle Dinge, die wir nicht individuell gestalten können, sondern die wir gesellschaftlich gestalten können, so gestaltet werden sollten, dass der Wille der Menschen, die betroffen sind von Gestaltungen, bestmöglich zum Zukunft. Dass die Betroffenen zur Beteiligten werden. Und diese Grundvorstellung von Demokratie, die gilt es nicht nur im Bereich des Staatlichen, im Bereich der Politik zu verwirklichen, sondern auch im Bereich der Ökonomie. Deshalb gefällt mir der Begriff Wirtschaftsdemokratie ganz gut. Wir kommen zum Schluss. Synergien der Entschleunigung. Entschleunigung ist für mich eine Vision, die das Zeug hätte, eine zivilgesellschaftliche Bewegung zu initiieren, die motiviert ist durch die vielfältigen Zwangsbeschleunigungen, die wir erleiden, die das Ziel hätte, unser Verhalten und die Verhältnisse neu auszurichten, das Verhalten und die Verhältnisse. Weil es hat keinen Sinn, wenn wir nur immer das Verhalten ändern wollen. Die Verhältnisse bestrafen uns sofort, wenn wir es wirklich erfolgreich tun. Wir müssen also an beiden Schrauben drehen. Dialektik ist das Stichwort eines Alt-68ers in dem Zusammenhang. Und die Erkenntnisse, die wir dafür zur Verfügung hätten, für so eine Entschleunigungsbewegung, die liegen vor. Dieses Projekt Ökologie der Zeit ist seit 25 Jahren am Laufen. Es hat im Moment ein bisschen eine Krise, aber es gibt eine Fülle von Veröffentlichungen an der Evangelischen Akademie in Tübingen. Haben wir ungefähr 30 Tagungen zu dem Thema durchgeführt. Wir wüssten eigentlich Bescheid, wie es geht, aber es ist in den Köpfen und Herzen der Menschen noch nicht angekommen. Der Fokus müsste Zeitwohlstand sein, wenn wir fragen, ja, wo sollten die Praxis letztlich hinführen. Zeitwohlstand definiert durch individuell und kollektiv frei verfügbare Zeit. Warum? Zum einen, weil wir wissen, dass der Güterwohlstand nicht mehr beliebig steigerbar ist. Der muss dringend umverteilt werden. Aber wir verbrauchen schon über 1,5 Erden pro Jahr und der Güterwohlstand kann nicht das Ziel unseres Fortschritts sein, sondern das Ziel, das uns Menschen gemäß wird, das müsste der Zeitwohlstand sein. Und wenn Sie mein Modell ernst nehmen, dann sehen Sie den zweiten Grund, warum dieser Zeitwohlstand der zentrale die zentrale Stellschraube ist.
Weil erst wenn ich Zeit habe, wenn ich ausreichend Zeit habe, wenn ich nicht mehr gehetzt bin, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich innehalten kann, habe ich die Chance nachzudenken, wer bin ich überhaupt, was will ich denn eigentlich und wie ist das alles zu begreifen, was wir hier veranstalten. Der Kreislauf von Eingreifen und Begreifen erfordert, je mehr wir eingreifen, je weiter wir in die Zukunft greifen mit unserem Tun, desto mehr müssen wir den Gegenpol im Auge haben und den Gegenpol ernst nehmen, nämlich das Begreifen. Je weiter wir eingreifen, desto wichtiger ist das Begreifen und desto mehr Zeit für das Begreifen müssen wir lassen. Das ist eine gewaltige Herausforderung für unsere Bildungseinrichtungen. Schulen, Hochschulen als Orte, wo das Begreifen gelernt wird und das mal innehalten angesagt ist. Zeitwohlstand also als Fokus. Und ganz zum Schluss, ich zeige es Ihnen dreimal genau, ein Verkehrsschild, das wir vielleicht morgen in Wien schon Sie haben die besten Kontakte mit den Verkehrspolitikern. Ich würde vorschlagen, dieses Verkehrsschild überall anzubringen und uns vielleicht noch zu erfreuen an zwei Vorbildern. Das eine Vorbild, das der Kreisverkehr, der ist bei mir zu Hause entstanden. Da ist über Jahrzehnte gestritten worden, ob man freie Fahrt für freie Bürger dadurch behindern soll, dass hier irgendwie eine Kreuzung oder ein Dreieck oder sonst was aufgestellt wird, bis dann ein tödlicher Unfall passiert ist. Der Kreisverkehr ist die ideale Lösung für Konkurrenzsituationen im Verkehr. Keiner muss stehen bleiben, keiner kann durchrauschen, es fahren alle ein bisschen langsamer und sie kommen wunderbar aneinander vorbei. Ja, das ist das Bild, das ich unserem Lebensstil überhaupt wünschen würde, dass es eine größere Rolle spielt und die Nonnen hier, die ja, im Schwarzwald rumkurven mit sehr fortschrittlichen Fahrzeugen, die man durch eigenes Treten und durch Sonnenenergie bewegen kann, in diese Richtung müsste es gehen, nicht nur im Verkehr. Pioniere sind längst unterwegs, Slow Food, Slow City, Verein zur Verzögerung der Zeit, ein österreichisches Produkt. Peter Heinkel, Frankfurt. Projekt Ökologie der Zeit, Tutzing, Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik, hat sich gegründet. In Berlin ist die christenfreie gerechte Wirtschaftsordnung, Attac, Aufbruch an das bessere Leben. Es gibt viele mittlerweile, die erkannt haben, dass die Zeit der Dreherwandelpunkt ist, wenn es darum geht, besser zu leben, nachhaltig zu leben, fairer mit uns, unserem Umfeld und der Umwelt umzugehen. Ich danke Ihnen.